Achtung, Sicherheitsdienst. Wir haben einen 4, 9, 6 im Casino auf Ebene 8, Sektion 1. Hallo, Mr. Gardner. Schön, Sie wiederzusehen. Miss Co. von der Terra Corp hat mich gebeten, Ihnen einen schnellen Crashkurs für dieses neue Schiff der TP-Klasse zu geben. Sie werden sofort feststellen, dass ein Schiff der TP-Klasse in der Bedienung wesentlich anders ist als ein kleines Kampfschiff. Tatsächlich ist der TP wesentlich größer als selbst kleinere TS-Frachttransporter. Deshalb braucht man eine spezielle Ausbildung, um solch ein großes und sperriges Schiff zu fliegen. Das interessanteste neue Feature, das der TP Ihnen zu bieten hat, ist wahrscheinlich der rückwärtige Geschützturm. Dieser Turm ist mit einem schweren Laser ausgerüstet und Sie können entweder Ihren Bordcomputer so programmieren, dass er mithilfe dieses Turms Ihr Schiff nach hinten hin automatisch verteidigt, oder bei Bedarf auch selbst in den Geschützturm steigen. Sie werden feststellen, dass ein solcher Geschützturm bei einem Schiff dieser Größe unabdingbar ist, da es wesentlich langsamer zu manövrieren und daher mit ausschließlich nach vorne gerichteten Waffen unmöglich zu verteidigen ist. Ich denke, das waren erst einmal die wichtigsten Fakten in Kürze. Viel Glück! Harry Selden, Ende. Kommando akzeptiert. So. Und damit dann herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Angespielt von X2 mit Nunin. Jawohl. Ja. So. Also fliegen wir mal noch einen Private. Computer. Fliege zum Sektor. Autopilot aktiviert. Sonnenkraftwerk Alpha. Auto-Undock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Was wir dafür haben wollen. Undock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Präsidenten und Senats. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Sie wurden Energiezellen gekauft. Pilot aktiviert. Solche Stationen können wir später auch selber bauen. Genau. Und selber Frachtrouten einrichten mit ferngesteuerten Schiffen. Hm. Piratenschiff. Thank you.
spätestens in eurem Prime Band Lab gefangen. Erreiche System Argon Prime. Presse. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Mal gucken, ob wir dort unsere Energie gleich profitabel loswerden können. Man muss das natürlich immer im Auge behalten, denn die Konkurrenz schläft ja nicht. Genau, andere Wachen vorher andocken und haben den Preis vermasseln. Andock-Vorgang erfolgreich. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Energiezellen verkauft. Tor Herons Nebel. Autopilot aktiviert. Dann gehen wir mal wieder auf Mission. Oh. 5000 Kills sind wir gestartet. Jetzt haben wir 33.000. Naja, ist okay. Tor Herons Nebel.
schön lange Kiste. Wir fahren mit dem Express. Erreiche System, Herons Nebel. Geh zur Position. So, irgendwo da so. Autopilot aktiviert. Tor, rotes Hauptquartier. Autopilot aktiviert. Man kann hier quasi noch Herrscher werden über alles. Wenn man genug Kohle hat, genug Schiffe, kann man anderen Völkern den Krieg erklären und so einen Scheiß. Die Piraten ausrotten, die Xenon ausrotten, glaube ich. Ein Zitter bin ich mir hier nicht. Ach ja, und dann sind noch ein paar andere da. Erreiche System, rotes Hauptquartier. Mit dem man später zu tun bekommt. So. Schau nochmal auf Lux. Ja, Trios. Ich glaube, es war noch ein System weiter, ne? Also, irgendwo da. Autopilot aktiviert. Freie Argon-Handelsstation. Da wollen wir auch nicht andocken. Das lohnt sich gar nicht. Tor, Wolken der Atreus. Autopilot aktiviert.
Nächster Sprung. Erreiche System Wolken der Atreus. So, hier muss man jetzt, glaube ich, Handelsstation? Ja. Autopilot deaktiviert. Digitales Sichtverbesserungssystem nicht installiert. Was ist das Ding da? Hast du gerade irgendwo gesehen? Nee, da ist es. Stadtmischerei Alpha. Königliche Handelsstation der Boronen. Sehr gefährlich, dort anzudocken, Manuel. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Eingehende Nachricht. Hallo Julian, bitte docke hier an der königlichen Handelsstation der Boronen an, um mich aufzunehmen. Miton und sein Team warten auf dem Planeten Thetis auf uns. Okay. Andock-Vorgang erfolgreich. Königin Atreus und das Königreich Boron entbieten Ihnen ein friedvolles Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Achtung! Alle Piloten werden gebeten, ihr Schiff nach illegalen Waren scannen zu lassen. Hallöchen, du bist Julian, richtig? Schön, dich zu sehen und danke, dass du mich abholst. Na? Keine anderen Passagiere? Oh, das ist gut. Miton und seine Leute sind nicht gerade berühmt für ihren freundlichen Umgang mit anderen. Puh, hübscher Anzug. Hey du, wo guckst denn du hin? Das ist nur meine Standard-Pilotenuniform. Es ist nur eine bequeme, einfache Uniform. Schau hier, die entspricht wirklich allen Standards. Nee, du bist ja nur neidisch. Auf jeden Fall. Was weißt du über die Terracorp? Meine Mutter arbeitet für die Terracorp, solange ich mich erinnern kann. Der Gründer und Geschäftsführer ist ein Kerl, der behauptet, vom sagenumwobenen Planeten Erde zu kommen. Er heißt Brennan. Und ob du es glaubst oder nicht, auch meine Mutter stammt von dort. Tja, die beiden sind gute Freunde seit ihrer Kindheit. Und Brennan hat Elena überzeugt, seine Firma zu führen, damit er sich um die Entwicklung seines neuen Sprungantriebs kümmern konnte. Er ist besessen von dem Ding, um damit auf seine Heimatwelt kommen zu können. Und bevor du fragst, nein, soweit ich weiß, hat er die letzten 20 Jahre keinen Erfolg. Aber wenn du glaubst, Elena hätte den Laden jetzt nur geschmissen, um ein paar Credits für Mr. Brennans Forschung zu verdienen, kennst du meine Mutter noch nicht. Wie sagt sie immer? Wir sind heute die Nummer 1 auf dem und dem Gebiet. Glaubst
Spaghetti. Oh, bitte. Glaub bloß nicht, dass ich ein Goner bin. Aber hey, ja. Ich glaube, ich bin ein halber Erdling. Oh, unheimlich, was? Oh, tut mir leid, hatte ich mich nicht vorgestellt? Ich bin Saya, Saya Ko. Elena hat mir gesagt, dass du kommst, um mich aufzusammeln und dabei helfen wirst, Miton und sein Team von Tethys zum Terracorp-Hauptquartier zu bringen. Ich vermute, es ist kein Zufall, dass du und Elena denselben Nachnamen habt. Wie bist du darauf gekommen? Nein, natürlich nicht. Mit diesem ganzen Universum voller Danners, Seldoms und Gardners kann man nicht erwarten, dass sich zwei Personen diesen seltenen Nachnamen nur durch Zufall teilen. Ob es mir nun gefällt oder nicht. Ja, Elena ist meine Mutter. Autsch, mir fällt gerade auf, dass dein Nachname ja auch Gardner ist. Und tut mir ja so leid. Aber du musst zugeben, dass die Argonen nicht gerade Meister der fantasievollen Namensgebungen sind. Ich weiß, wovon du redest. Ich hatte auch einige Probleme mit meiner Mutter. Wirklich? Ich muss zugeben, dass ich deine Akte gelesen habe. Normalerweise lese ich den Kram nicht, den Terracorp in ihren geheimen Dossiers verschicken. Ich will die Leute unvoreingenommen sehen. Aber deine Akte sah, wie soll ich sagen, faszinierend aus. Sah so aus, als wärst du als Jugendlicher von deiner Mutter weggelaufen, um unter die Piraten zu gehen. Ein hartes Leben, denke ich. Außerdem sagen sie, du wärst ein überragender Pilot geworden. Seine Fähigkeiten übertreffen selbst die der meisten altgedienten Veteranen, die wir aufbieten können, war eine der Aussagen, an die ich mich erinnere. Aber eine Frage wurde nie beantwortet. Was hat dich dazu gebracht, von zu Hause abzuhauen? Obwohl ich mir meinen Teil denken kann. Ich würde lieber mehr über dich. Lass uns den Job weiter. So. Ja, du hast recht. Verschwenden wir keine Zeit. Wir sollten zusehen, dass wir die Landefähre noch bekommen. Ist jetzt auch Musik, aber ich dachte mir, ich nehme die mal aus. Für den Fall der Fälle. Jetzt werden wir wieder ausgespuckt und haben so einen lästigen Baron hinten drin. Könntest du ein bisschen schneller fliegen? Sogar ein Borone könnte schneller schwimmen.
Okay. Undock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ja. Oh. Ja, das Schiff eigentlich. Kein Sprungantrieb. Wäre natürlich deutlich einfacher gewesen, ne? Ein Sprungantrieb immer. Zack, bumm, weg. Speichersystem Farnhams Legende. Wie viel geraten unterwegs hier? Ja? Oh, zumindest feindlich gesinnte Schiffe. Vielleicht ist es dir entgangen, Mister, aber ich bin immer noch an Bord. Könntest du dich ein bisschen beeilen? Mach ich doch schon. Speichersystem Elenas Glück.
Tor, Trantor. Erreiche System, Trantor. Julian, ich glaube, wir werden verfolgt. Ich bin sicher, dass ich ein Piratenschiff gesehen habe. Eins? Es sind zu viele. Alarm! Rakete im Anflug. Lästige Geräusch so plötzlich her. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen bei diesem Lärm. Könntest du es bitte endlich ausschalten? Alarm. Rakete im Anflug. Alarm. Rakete im Anflug. Pirat Mendeley. Alarm. Rakete im Anflug. Alarm. Rakete im Anflug. Tor Elenas Glück. Du wolltest es nicht anders. Hallo? Rede ich mit mir selbst oder wie? Rakete im Anflug. Wespe. Pirat Mendeley. Jetzt schlage ich zurück. Heilige Königin, kannst du noch nicht mal geradeaus fliegen? Wer hat dir denn das Fliegen beigebracht? Alarm. Rakete im Anflug. Was ist das? Da ist ein Schiff, das sich direkt neben uns enttarnt. Wow, das war eindrucksvoll. Es sah aus wie ein Terrakorp-Schiff, aber es grüßte uns nicht einmal. Sehr merkwürdig. Hallo, rede ich mit mir selbst oder wie? Oh Junge, ich muss mich wirklich zurückhalten. Meton geht mir echt auf die Nerven. Wenn das hier vorbei ist, werfe ich ihn höchstpersönlich aus der Schleuse.
Erreiche System Elenas Glück. Ach, ich trottel. Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Erreiche System Trantor. Nur so, Interesse halber. Gucken. Die eigenen Schiffe kann man ein bisschen modifizieren. Man könnte auch theoretisch. Nee, nicht da. Hier. No. Dieser Faktor. Und hochsetzen. Erreiche System, Heimat des Lichts. Ja. Zeitaufwendig ist das Spiel natürlich trotzdem immer noch. Auch mit Sinnsachen. Gibt es eine Möglichkeit, einen anderen Transporter zu bekommen? Mit der Karre hier kommen wir anscheinend nie ans Ziel. Ja, ein Sprungantrieb. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen an Bord dieser TerraCorp-Gruppe. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Oh Junge, du kommst besser nicht nach hinten. Miton hat wirklich schlechte Laune. Aber keine Sorge, ich kümmere mich um ihn, während du meiner Mutter Bericht erstattest. Es war schön, dich kennengelernt zu haben und es hat viel Spaß gemacht, an deiner Seite zu kämpfen. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Nein,
Das ist nicht akzeptabel. Wie konnte das... Ich meine, ich kann einfach nicht verstehen, wie so etwas passieren konnte. Das ist unbegreiflich. Ich brauche jede verfügbare Person. Und bereiten Sie eine Besprechung und eine halben Stasura vor. Ich muss... Ich werde zurückrufen. Gott sei Dank, Sie sind halt zurück. Ich habe gerade von dem Angriff gehört. Geht es Aya gut? Und den Passagieren? Ja, ja. Sie versucht immer noch, Miton und sein Team zu beruhigen. Aber es geht ja gut. Domo arigato, Julian. Domo arigato. Stellen Sie sich nur vor, wenn der Express zerstört worden wäre. Saya! Mein Gott! Ich hätte selbst da draußen sein sollen. Das können Sie mir glauben, Julian. Heute haben Sie sich einen besonderen Platz in meinem Herzen verdient. Na, mein unidentifiziertes Schiff, das uns half. Wer war das? Ich fürchte, da tappen wir noch im Dunkeln. Sie sagten, es hat nicht geantwortet, als Sie es gegrüßt haben. Das ist komisch. Sieht nicht so aus, als ob es eins von unseren gewesen wäre. Das ist schon mal sicher. Aber so wie Sie es beschrieben haben, muss es definitiv ein Schiff argonischer Bauweise gewesen sein. Wir werden schon herausfinden, welcher Pilot das Schiff geflogen hat. Kann ja nicht so schwer sein. Wie Sie wissen, haben wir ziemlich gute Kontakte zum argonischen Geheimdienst. Wegen des Argon Express. Der sieht nicht mehr so neu aus wie zuvor. Ich hoffe, das macht nichts. Zerbrechen Sie sich mal darüber nicht den Kopf. Sie können ja nichts dafür, dass Sie angegriffen wurden. Und wir hätten nie im Leben damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte, sonst... Frau Koh! Nicht jetzt. Sonst hätten wir natürlich eine bewaffnete Eskorte mitgeschickt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Das hätte einfach nicht passieren dürfen. Nur eine Handvoll Personen hier bei Terracorp hat überhaupt von dem Transport gewusst. Wenn das geplant war, muss jemand hier innerhalb Terracorp Informationen weitergegeben haben. Frau Koh, wir brauchen Sie hier dringend in Landebucht 5. Die sollen warten. Und wenn Ihnen das nicht passt, steht es Ihnen jederzeit frei zu gehen. Wie auch immer. Bevor ich es vergesse, bei all dem Ärger, den Sie hatten, möchte ich, dass Sie ordentlich bezahlt werden. Ich finde, das haben Sie sich für Ihren mutigen Einsatz nun wirklich verdient. Ich werde gleich die Papiere für Ihren neuen Merkur vorbereiten lassen. Das ist mein alter Transporter der TS-Klasse, den ich vor einigen Masuras noch selbst geflogen habe. Leider ist keinerlei Ausrüstung mehr drin. Nicht mal mehr Schilde. Sie sollten also besser gleich einen Ausrüstungsdock aufsuchen. Sie haben von nun an also zwei Schiffe. Ich hoffe, er wird Ihnen dabei helfen, Ihren Weg zu finden und auf der richtigen Seite des Gesetzes zu bleiben. Und hoffentlich werden Sie weiterhin für uns fliegen. Übrigens wartet Ihr altes Schiff ebenfalls noch im Haupthangar auf Sie. Frau Koh, Moment noch! Sobald Sie die Station verlassen wollen, wird der Transporter soweit für Sie vorbereitet sein. Tut mir leid, dass... Die Geschäfte der Terracorp beanspruchen mich immer mehr. Als ob ich wegen der jüngsten Geschehnisse nicht schon genug Ärger am Hals hätte. Ach, Julian, noch etwas. Vor ein paar Stunden hat Ben Denner Kontakt mit mir aufgenommen. Er möchte Sie so schnell wie möglich sehen. Es scheint dringend zu sein. Passen Sie auf sich auf. Ich bin unterwegs. Was ist denn los da unten? So. Und damit sind wir mit der Einführung durch, ne? Und auch mit diesem angezockt. Angespielt. Ganz nett. So, zwei Schiffe zur Auswahl. Da kann man mit dem Handel anfangen, ne? Achtung, Sicherheitsdienst. Wir haben einen 4, 8, 9 im Kraftwerk. Auf Ebene 0, Sektion 7. Also dann, ich hoffe, euch hat das gefallen. Bis zum nächsten Angespielen. Tschüss!